Ein Schwerthieb. Ein glatter Schnitt hat den Knochen durchtrennt. Der Treffer eines Pfeils. Es muss fürchterlich gewesen sein. Die Zerstörung einer Burg. Diese Skelette sind Überreste einer legendären Schlacht zwischen Christen und Moslems. 800 Jahre ruhten sie unberührt im Heiligen Land. Nun sind sie aus dem Totenreich ans Licht gekommen. Die Ruinen der Burg an der Jakobsfurt, einer mächtigen Anlage, die einst den Jordan überragte. Um ihre Zerstörung ranken sich Mythen und Legenden. Alte moslemische Chroniken berichten über eine gewaltige Schlacht im Jahre 1179. Auf der einen Seite europäische Christen, die Kreuzritter oder Soldaten Gottes. Auf der anderen Seite moslemische Krieger. Das Ende der Schlacht verändert den Verlauf der 200-jährigen Auseinandersetzungen um die Herrschaft über das Heilige Land. Die Chroniken berichten, dass die gesamte Kreuzritterbesatzung nach heftigen und erbitterten Kämpfen tot war oder versklavt wurde. Jahrhundertelang können diese Berichte weder bestätigt noch widerlegt werden. Dann entdecken Archäologen Unerwartetes. Die Gebeine von Kreuzrittern, die nach der Schlacht von den siegreichen Moslemtruppen zurückgelassen wurden. Genau hier haben wir die ersten Skelette von Menschen und Pferden gefunden. Man kann das Drama der Männer, die im Kampf fielen, noch erkennen. Und auch ihr Leiden. Es sind die ersten Skelette von im Kampf getöteten Kreuzrittern, die je ausgegraben wurden. Herauszufinden, wer sie waren und wie sie starben, kann Aufschluss darüber geben, was in der Burg wirklich passierte. Der forensische Anthropologe Mick Wysocki ist Experte für Kriegsverletzungen. Er untersucht 6 Skelette, von denen jedes eine eigene Geschichte erzählt. Es waren Männer zwischen 18 und 40 Jahren. Das ist eine erstaunliche Gruppe. Viele haben Wunden von scharfen Waffen und andere furchtbare Verletzungen. Ein Skelett fällt sofort auf. Dieser Mann hier hat die schlimmsten Verwundungen erlitten. Zum Beispiel im Unterkiefer. Ein Hieb hat den Unterkiefer in 2 Teile zerbrochen. Wir wissen, dass es ein Schwerthieb war, denn der Bruch ist gerade und glatt. Eine zweite Verwundung ist weit schlimmer. Der linke Arm ist abgetrennt. Der Hieb kam von oben und ging hier durch. Auf dem Foto sieht man, wie sauber und glatt der Schnitt ist. Es ist kein normaler Knochenbruch, sondern ein Schnitt. Ein Hieb und der Arm war ab. Diese Verletzungen sind der Beweis für einen gezielten Angriff auf den Mann. Ihre Grausamkeit lässt Schlüsse auf die Identität und den Charakter des Mannes zu. Solche Verwundungen sind typisch für einen Zweikampf. Sie sind alle an der Körpervorderseite. Er lief nicht davon, sondern er kämpfte aufrecht und bot dadurch ein Ziel. Er galt offenbar als gefährlicher Gegner, der mit allen Mitteln ausgeschaltet werden musste. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass er einer der geheimnisvollsten Kreuzfahrer war. Ein Tempelritter. Nach moslemischen Chroniken wurde die Besatzung der Burg von 80 dieser heiligen Krieger angeführt.
Die Tempelritter sind Kriegermönche. Sie wollen das Heilige Land verteidigen und legen ein Armuts-, Keuschheits- und Gehorsamkeitsgelübde ab. Doch im Unterschied zu Mönchen bekämpfen sie den Teufel mit dem Schwert, während Mönche das mit Gebeten tun. Tempelritter sind adliger Herkunft. Vom 12. Lebensjahr an werden sie zu Kriegern ausgebildet. Sie sind die Elitetruppe der Kreuzfahrer. Ihre Hauptwaffe ist das Breitschwert. Diese Waffe wirkt unglaublich verheerend. Die Klinge ist beidseitig geschliffen. Da man es beidseitig benutzen kann, ist das Schwert universell einsetzbar. Es ist gut ausbalanciert, sodass man damit schnell hantieren kann. Man kann mit dem Schwert schlagen und stechen. Hieb und Stich. Beim Angriff der Moslems auf die Burg an der Jakobsfurt führen die Tempelritter die Verteidiger an. Sie glauben, dass ihr Tod für Christus sie zu Märtyrern macht und ihnen einen Platz im Himmel garantiert. Ihr unbeirrbarer Glaube lässt sie auch nach furchtbaren Verwundungen weiter kämpfen. Die Tempelritter sind die beste Truppe der Christen. Sie sind gut ausgebildet, bestens ausgerüstet und diszipliniert. Ihr Mut ist legendär. Im Vergleich mit anderen Rittern exerzierten die Templer doppelt so hart. Schritt vor, Schritt zurück, Passierschritt. Wichtig ist, üben, üben, üben. Trotz aller Übung wird der Tempelritter, wie sein Skelett zeigt, besiegt. Sein Kiefer ist durchtrennt. Verletzungen im Gesicht sind besonders übel, weil dort viele Nerven enden. Selbst kleine Schnitte sind schmerzhaft. Der linke Arm wird abgeschlagen. Die Waffe, mit der das geschieht, ist höchstwahrscheinlich ein Krummschwert. Das ist eine echte Spaltwaffe. Schwingen und treffen. Bei einer gebogenen Klinge trifft sie erst nur ein kleiner Teil, sodass die ganze Wucht auf einen Punkt konzentriert ist. Beim Durchziehen wird der Schnitt dann größer. In dieser Lammschulter ist ein Knochen. Hier zeigt sich die Spaltkraft des Krummschwertes. Nutze ich das Gewicht der Klinge, kann ich leicht seinen Arm abschlagen. Angetrieben von seinem Glauben kämpft der Ritter weiter. Die Reaktion seines Körpers auf die Verwundung macht das möglich. Verliert ein Soldat auf dem Schlachtfeld beispielsweise einen Arm, dann kann er ohne Zweifel weiterkämpfen. Physiologisch ist das durch das Adrenalin möglich, das im Körper freigesetzt wird. Es verschließt die Adern an der Wunde, vermindert das Schmerzempfinden und stärkt den Kampfeswillen. Doch der brutale Angriff ist noch nicht vorbei. Bei den Ausgrabungen wird eine Pfeilspitze in seinem Hals entdeckt. Am meisten ist das Atmen beeinträchtigt. Atemnot und Atemstillstand zählen zu den häufigsten Todesursachen auf dem Schlachtfeld. Unglaublicherweise ist aber keine dieser Verwundungen seine Todesursache. Der Schlag, der, wie wir glauben, letztlich tödlich war, traf ihn am Kopf. Ein glatter Riss verläuft durch den Schädelknochen, der in zwei Teile zerbricht. Das ist sicherlich ein tödlicher Schlag gewesen. Er könnte getroffen worden sein, als er schon in die Knie gesunken war. Ah!
Der Tod des Tempelritters gleicht einer Hinrichtung. Traf der Hieb das Hirn, dann war eine Blutung die Folge und er war sofort tot. Sein furchtbares Martyrium beweist, dass die Chroniken die Brutalität des Kampfes zutreffend darstellen. Doch wie die Moslem-Armee die Burg stürmte und schließlich eroberte, blieb bisher ungeklärt. Den Chroniken nach sterben die Kreuzfahrer auf der Burg bei der Jakobsfurt aufgrund einer schicksalhaften Entscheidung. Sie war im Jahr zuvor gefallen, 1178. Die Machtbalance im Heiligen Land war bislang ausgewogen. Anführer der Christen ist Balduin IV., genannt der Aussätzige, König von Jerusalem. Balduin war ein sehr junger Mann. Er war erst 13, als er zum König gekrönt wurde. Er hatte Lepra, eine Krankheit, die sehr entstellt. Aber trotz seiner schmerzhaften und kräftezehrenden Krankheit hielt er sich auf dem Königsthron. Die Tempelritter, Balduins angriffslustigste Truppe, drängen ihn, eine Burg an der Grenze zum moslemischen Machtbereich zu bauen. Hier, an der Jakobsfurt. Es ist eine Provokation. Von hier aus können die Kreuzfahrer Damaskus angreifen, die Hauptstadt der Moslems, die nur einen Tagesmarsch entfernt ist. Der Plan sieht eine mächtige, uneinnehmbare Anlage vor, die durch zwei riesige Ringmauern geschützt ist. Die Burg sollte groß werden, größer als alle anderen seiner Zeit in diesem Teil der Erde oder in Europa. Balduins Entscheidung, die Burg zu errichten, kommt einer Kriegserklärung an die Moslems gleich. Ihre Reaktion besiegelt das Schicksal dieser sechs Männer. Das ungewöhnliche Grab des zweiten zu untersuchenden Skeletts wirft ein erhellendes Licht auf den Verlauf der Ereignisse. Anders als bei den anderen wurde seine Leiche nicht einfach ohne zeremoniell verscharrt, sondern offenbar ganz formal beerdigt. Wenn Zeit genug war, ihn zu bestatten, muss dieser Mann vor dem Sturm der Moslems auf die Burg gestorben sein. Seine Gebeine geben näheren Aufschluss. Das ist sein Schlüsselbein. Und das ist das Schlüsselbein eines anderen Kriegers aus der Burg. Vergleichen wir beide, sieht man den Größenunterschied ganz deutlich. Dies war ein sehr großer Mann. Sein Körper war sehr muskulös. Schauen wir uns den Oberarmknochen an. Man erkennt die starke Ausprägung der Muskelansatzflächen. Dieser große Bereich ist verdickt. Dort, wo ein Muskel ansetzt, der sehr viel beansprucht wird, wächst der Knochen stärker. Seine Konstitution lässt auf einen sehr groß gebauten Krieger schließen. Doch sein Skelett weist keine Kampfverletzungen auf, die für einen Krieger typisch sind. Tatsächlich gibt es anscheinend auch keinen Hinweis auf ausgeheilte Verwundungen. Nur ein Teil des Skeletts ist noch nicht genauer untersucht worden. Der Schädel. Das ist seltsam. Hier an der Schädelbasis gibt es einen halbkreisförmigen Bruch und einen davon wegführenden zweiten Bruch. Aber es gibt wiederum keine Anzeichen für einen Schlag. Die Schäden am Schädel sind nicht durch Gewalteinwirkung entstanden, sondern höchstwahrscheinlich während der 800 Jahre im Grab. Da er keine Kampfspuren aufweist, ist dieser Mann sicher kein Krieger gewesen.
Ein anderes Merkmal liefert einen Hinweis auf seine Identität. Dort, wo die Sehnen der Nackenmuskulatur ansetzen, ist das Schlüsselbein sehr dick. Das entsteht bei Drehbewegungen der Schultern. Er hat beide Arme oft in diese Richtung bewegt und vielleicht auch schwere Lasten gehoben. Das lässt darauf schließen, dass er zu einer hochgeschätzten Gruppe von Nichtkriegern zählte, den Steinhauern. Mittelalterliche Steinhauer mussten eine 7-jährige Lehrzeit absolvieren, bevor sie ihre Knochenarbeit meisterhaft beherrschten, die beim Burgenbau sehr gefragt war. Als die Moslems am ersten Tag der Belagerung angreifen, ist die äußere Mauer der Burg noch im Bau. Schnell weg! Alle wurden überrascht. Die Bauarbeiter waren nicht vorgewarnt. Zwischen ihren Werkzeugen fanden wir Pfeilspitzen, ebenso im Mörtel, den sie zum Bau der Mauer angemischt hatten. Pfeilspitzen fanden sich überall. Zurück! Ich würde denken, dass man sich einfach sein Werkzeug schnappt und versucht, sich damit zu verteidigen. Hierher! Die Hinweise lassen auf einen Präventivangriff schließen, dessen erste Opfer unbewaffnete Handwerker sind. Sehr wahrscheinlich stirbt der Steinhauer an einer schweren Fleischwunde. Im Mittelalter gibt es keine Antibiotika, sodass eine Infektion wahrscheinlich ist. Bekommt man aus einer tiefen Pfeilwunde nicht alle Reste heraus, erwartet einen ein langsames, langes, schmerzvolles Sterben. Es kann 3 Tage dauern. Während das Leben des Steinhauers verlischt, kreist eine große Moslem-Armee die Burg an der Jakobsfurt ein. Chroniken berichten, dass die Ebene mit Soldaten übersät war. Hinter den Burgmauern hat man noch Zeit, die Toten zu begraben. Doch nicht mehr lange. Das Schicksal der Burg liegt nun in den Händen des großen Moslem-Anführers Saladin. Saladin war ein charismatischer Führer. Er war ein harter Mann und entschlossen, die Burg zu zerstören. Sie war in seinem Reich errichtet worden. Er muss die Burg angreifen, bevor sie fertiggestellt und dadurch zu mächtig wird. Am 6. Tag der Belagerung setzt Saladin seinen Zerstörungsplan in die Tat um. Spezialisten haben einen Tunnel unter den Burgmauern gegraben. Doch die Tunnel dienten den Moslem-Soldaten nicht, um in die Burg zu gelangen, sondern um deren Mauern zum Einsturz zu bringen. Die einzige Hoffnung für die in der Burg eingeschlossenen Männer ist König Balduin, der in der Nähe Entsatztruppen zusammenzieht. Für Saladin ist es ein Kampf gegen die Zeit. Die Zeit drängt. Saladin treibt seine Soldaten an, es so schnell wie möglich zu erledigen. Um die Mauern zum Einsturz zu bringen, zünden Saladins Männer die hölzernen Tunnelabstützungen an. Mauer besetzen. Sobald die Stützen verbrannt sind, stürzen die Mauern ein. Als Brandbeschleuniger verwenden die Moslems wahrscheinlich Nafta, eine frühe Form des Benzins.
Hier ist die einzige Stelle, an der die Mauer fehlt. Ich glaube, dass hier der Tunnel gegraben wurde und die Mauern einstürzten. In den muslimischen Chroniken ist zu lesen, die Mauer fiel in sich zusammen. Der Wind, der in dem Moment wehte, fachte das Feuer an. Einige Krieger starben in den Flammen. Durch die Mauerlücke können Saladins Krieger in die Burg eindringen. Die Schlacht wird jetzt in wenigen Stunden im Kampf Mann gegen Mann entschieden. Vier weitere Skelette legen Zeugnis davon ab, wie der Kampf weiterging. Dieses Skelett zeigt Spuren einer einzigen schweren Verwundung. Wenn man es denn mit diesem Wort sagen kann, hier sehen wir sehr schön eine Verwundung durch einen glatten Schnitt durchs Schultergelenk bis hinunter in den Arm. An diesem Knochen sehen wir, dass der Hieb hier glatt durch den Knochen ging. Es war ein Schwert. Dass der Schnitt vorn durch den Oberarmknochen verläuft, zeigt, dass man dem Feind im Kampf Mann gegen Mann frontal gegenüberstand. Überraschenderweise ist der Knochen zum größten Teil heil geblieben. Vielleicht trug er eine Rüstung. Ein Kettenhemd hielt viel von der Wucht des Schlags ab. Wenn er ein Kettenhemd trägt, ist er vermutlich ein Sergeant der Tempelritter. Mauer besetzen. Jedem Tempelritter dienen fünf dieser aus niederen Schichten stammenden Männer. Sie tragen schwarze Umhänge über dem Kettenhemd, pflegen die Pferde des Ritters und kämpfen an seiner Seite. Diese Sergeanten sind ein wesentlicher Teil der Templerstreitmacht. Sie legen das Tempelrittergelöbnis ab und sind kampferprobt. Tempelritter-Sergeanten sind Berufssoldaten, die alle schmutzigen Kampftricks kennen. Im Kampf hat man es oft mit mehreren Feinden auf einmal zu tun. Der Platz wird eng. Hier nehme ich den Schwertknauf. Hier verpasse ich ihm eine Nasenstüber. Und hier einen Kopfstoß. Ich selbst trage einen Helm. Ein Tritt in den Bauch mit nachfolgendem Hieb. Wer den Nahkampf nicht beherrscht, ist kein vollwertiger Schwertkämpfer. In der Schlacht um die Burg an der Jakobsfurt findet dieser Templer-Sergeant seinen Meister. Der Hieb, der ihn fällt, ist ein Klassiker des Mittelalters. Viele Opfer mittelalterlicher Schlachten erlitten Verwundungen an der linken Körperseite. Die meisten Menschen sind Rechtshänder. Wenn sie einen Hieb von oben ansetzten, traf es den Gegner auf der linken Körperseite. Die Wunde war furchtbar schmerzhaft. Kann er den Schild nicht mehr halten, ist das Schicksal des Kämpfers besiegelt.
Anders als der Templer-Sergeant sind viele der anderen in der Burg eingeschlossenen Kreuzfahrer keine erfahrenen Soldaten. Das nächste Skelett erzählt von ihrem Schicksal. Trotz verzweifelter Anstrengungen können die Kreuzfahrer den Sturm auf die Burg nicht aufhalten. Saladins Männer beginnen ihren Sturmlauf. Dieser Mann lag auf dem Boden, einen Arm weit von sich gestreckt. Auf dem Arm lag ein totes Maultier. Und hier sind seine Überreste. Das ist sein Kreuzbein, das am unteren Ende der Wirbelsäule sitzt. Es besteht aus mehreren zusammengewachsenen Wirbeln. Diese kleine Öffnung hier zeigt, dass es noch nicht ganz zusammengewachsen war. Das lässt auf einen jungen Menschen zwischen 18 und 25 Jahren schließen. Trotz seiner Jugend zeigt die Wirbelsäule Abnutzungserscheinungen. In vielen einzelnen Wirbelknochen ist ein Loch, das dort normalerweise nicht ist. Solche Löcher entstehen beim Schleppen schwerer Lasten. Das Gewebe zwischen den Wirbelkörpern wird gequetscht. Dadurch reißt es schließlich ein und es kommt zu einem Bandscheibenvorfall. Der Mann hier hat schwere Sachen geschleppt, und zwar über eine sehr lange Zeit. Vielleicht sogar seit Kindertagen. Weil Kinderarbeit dort sehr verbreitet ist, liegt es nahe, dass der Mann aus armen Verhältnissen stammt. Auch seine Zähne weisen darauf hin. Hier fehlt ein Zahn. Dieser Zahn ist faul und der hier hat ein großes Loch. Das muss sehr schmerzhaft gewesen sein. Überall hat sich Zahnstein gebildet. Man sieht es hier unten an den Zähnen beim Zahnfleisch. Das heißt, dass sein Zahnfleisch krank war. Er muss ganz furchtbaren Mundgeruch gehabt haben. Mit schlechten Zähnen und kaputtem Zahnfleisch kann er kaum Soldat sein. Kann man einen Soldaten gebrauchen, der an furchtbaren Zahnschmerzen leidet? Bei Zahnschmerzen wurde der Zahn gezogen, damit der Mann weiter seinen Job machen konnte. Alle Anzeichen legen nahe, dass er ein armer Mann ist, der als Arbeiter tätig ist. Aufmachen! Er hat keine Rüstung und keine Waffen und versteht nichts vom Kämpfen. Judah, nimm das! Doch in den letzten Stunden der Belagerung muss selbst ein junger Arbeiter mit schlechten Zähnen an die Front. Eine mittelalterliche Truppe besteht nicht nur aus Rittern. Die meisten Leute sind Kurzzeitbeschäftigte, keine Berufssoldaten. Sie werden für Hilfsdienste angeheuert. Es muss furchtbar für diese Zivilisten gewesen sein. Menschen aus allen Schichten schlossen sich den Kreuzfahrern an. Ritter, Kirchenmänner, Bauern. Eine kleine Gruppe von Westeuropäern macht sich auf und erobert ein fremdes Land. In Notlagen müssen alle mitmachen. Für Saladins Elite-Soldaten sind die Zivilisten keine ernsthaften Gegner. Ich glaube nicht, dass Saladins Krieger zwischen Rittern einerseits und Zimmerleuten, Schmieden oder Maurern andererseits unterschieden haben. Sie machten alles nieder, was ihnen im Weg stand. Thank you.
In jeder Schlacht kommt es vor, dass plötzlich einem zwei oder drei gegenüberstehen. Es ist höllisch. Kein Entkommen. Völlig ausgeliefert. Das Skelett des jungen Arbeiters zeigt keine Verwundungen. Er starb daher wohl an einer Fleischwunde. Die vielen toten Kreuzfahrer aller Ränge und Schichten bestätigen, dass die Chroniken recht haben, die von einem Massaker am Ende der Schlacht berichten. Am fünften Skelett lässt sich deren schrecklicher Verlauf ablesen. Der Kopf weist schwere Verletzungen auf. Ein Schwerthieb hat den Hinterkopf getroffen und einen Teil des Schädelknochens abgetrennt. Auch links aus dem Hinterkopf wurde ein großes Knochenstück herausgehauen, so dass das Gehirn darunter frei lag. Ein dritter Schlag auf den Kopf hat dieses Knochenstück abgehoben. Dieser Angriff war extrem brutal, gnadenlos und wütend. Ohne Pardon. Warum dieser Mann das Ziel heftiger Angriffe ist, wird durch die ungewöhnlichen Abnutzungsspuren seiner Zähne erklärbar. Dieser Schneidezahn ist bis zur Hälfte seiner normalen Größe abgenutzt. Aus dem Ausmaß der Abnutzung können wir schließen, dass er irgendetwas ständig zwischen seinen Zähnen hin und her bewegt hat. Die 7,5 mm breite Lücke ist der Schlüssel zu seiner Identität. Er hat wahrscheinlich Bogensehnen bearbeitet. Und er hat die Rinde am Schaft des Holzbogens mit den Zähnen entfernt. Oder auch die Pfeilfedern mit den Zähnen bearbeitet. Ein schlüssiger Hinweis darauf, dass er Bogenschütze sein könnte. Kreuzfahrerbogenschützen sind einfacher Herkunft und üben von Kindesbeinen an, um später Meisterschützen zu werden. Sie verschießen 8 Pfeile in der Minute und treffen 300 Meter entfernte Ziele. Saladins Männer hassen sie wegen ihrer tödlichen Treffsicherheit. Am Ende wurden viele durch die Moslems abgeschlachtet. Die Grausamkeit und der Furor des Krieges ließen nicht einmal kurz innehalten, um Gefangene zu machen. Man kann sich die wütenden Schläge auf den Kopf vorstellen. Whack, whack on the back of the skull. Sie wollten sicher sein, dass er tot ist. Gegen Ende der Schlacht leben nur noch wenige Kreuzfahrer. Sie sind im südlichen Teil der Burg umzingelt. Sie verbarrikadierten sich hinter provisorischen Mauern, um sich zu verteidigen. Die in der Burgruine ausgegrabenen Knochen lassen das schauerliche Schicksal der Männer erahnen. Dies ist ein rätselhaftes Skelett.
Bei seinem rechten Ellenbogen fand man Gegenstände. Es waren viele Münzen. Wahrscheinlich steckten sie in einer Geldtasche. Die Münzen geben einen Hinweis darauf, wer der Mann ist. Er muss einen ziemlich hohen Rang gehabt haben, weil er sehr viel Geld verwahrte. So viel hatten ein Arbeiter, ein Zimmermann oder ein Schmied nicht in der Tasche. Seine Todesursache bestätigt, dass er kein einfacher Kreuzfahrer ist. Saladins Männer haben ihn ausgesondert, um ihn einer Spezialbehandlung zu unterziehen. Sie haben die Nordmauer überwunden. Unter den Steinen suchte man sorgfältig nach kleinsten Resten seines Schädels. Da waren keine. Offensichtlich wurde ihm der Kopf abgeschlagen. Die Enthauptung deutet darauf hin, dass er ein hochrangiger Tempelritter ist. Er ist derjenige, der die Lohngelder für die Arbeiter verwaltet. Sein Skelett erzählt die Geschichte seiner letzten Minuten. Der erste Hieb trifft sein rechtes Schulterblatt. Die Verletzung verläuft hier entlang. Ein Knochenstück wird abgetrennt. Man sieht hier deutlich die Schnittlinie, wo das Stück herausgetrennt wurde. Die nächste Verwundung erleidet er am rechten Arm. Dabei wird ein Spalt in seine rechte Speiche nahe am Handgelenk geschlagen. Ein Treffer oberhalb des Handgelenks, hier, durchtrennt die Strecksehnen des Gelenks und die der Finger. Die Hand sinkt herab und man kann mit ihr nichts mehr festhalten. Die dritte Verletzung wird ihm am Schlüsselbein zugefügt. Hier sehen wir einen ganz glatten, dreieckigen Schnitt. Der hat dieselbe Form wie eine Pfeilspitze aus Metall. Er wurde von einem Pfeil getroffen, der knapp unter dem Schlüsselbein einschlug. Der kam von hier angeflogen, ging knapp hier drunter durch und blieb vermutlich im Schultergelenk stecken. Vielleicht hat er den Pfeil abgebrochen und weitergekämpft. Der bewegungsunfähige, hochrangige Tempelritter ist seinen Feinden ausgeliefert. Seine belagerten Kameraden haben noch eine allerletzte Chance. Weitere Skelette aus der Burg lassen vermuten, dass sie etwas so Tollkühnes versuchten, dass es schon fast an Wahnsinn grenzt. Als sich die Schlacht in der Burg dem Ende nähert, passiert Unglaubliches. Den Hinweis darauf liefern nicht menschliche Knochen, sondern die von Tieren. Wir fanden drei Pferdeskelette. Dies ist ein Oberschenkelknochen. In den meisten Skeletten steckten Pfeilspitzen. Besonders zwischen den Rippen und an der Hüfte. Das bedeutet, dass die Pferde im Kampf durch Pfeile von Saladins Bogenschützen starben. In der Burg fanden wir besondere Pfeilspitzen, wie sie für die Jagd auf große Wildtiere verwendet wurden. In der Schlacht wurden sie gegen Pferde eingesetzt. Die Verwendung von Pfeilen gegen Pferde bestätigt ungewöhnliche Berichte in den moslemischen Chroniken.
Sie besagen, dass der Burgkommandant auf das Blutbad an seinen Männern mit einem Akt heldenhaften Mutes reagierte. In ihrer Verzweiflung haben einige Templer gegen Ende der Schlacht vermutlich einen letzten Angriff zu Pferd versucht. Tod und Ehre im Kampf gegen die Moslems war das grundlegende Motiv der Templer. Jetzt zeigten sie letzte Entschlossenheit. Man kann auch sagen, Fanatismus. Die großen Pfeilspitzen wirkten verheerend. Sie waren 3 bis 5 Zentimeter breit und hatten den Effekt eines Axthiebs. Er ist zwar heldenhaft, doch der Angriff zu Pferde ist ein Akt der Verzweiflung. Der Kommandant wusste, dass er getötet wird. Es war eine Selbstmordattacke. Der Burgkommandant wusste, dass er gedemütigt, gefoltert und getötet werden wird. Die Chroniken berichten, er stürzte sich in das Flammenmeer. Von dort wurde er sofort in ein anderes Feuer geworfen, in das der Hölle. Ich frage mich, ob das, was der Kommandant der Templer tat, eine Heldentat war oder ein Akt der Feigheit. Denn wenn er sich selbst umbrachte, ließ er seine Soldaten ohne Befehlshaber zurück. Die Chroniken berichten von Massenhinrichtungen nach der Schlacht. Dabei fand vermutlich auch der hochrangige Tempelritter sein Ende. Hinrichtungen nach einer Schlacht signalisieren dem Feind vielerlei. Sie zeigen ihm den totalen Triumph über ihn. Sie zeigen, dass es keine Gnade gibt. Das passiert, wenn man uns Widerstand leistet. Die Enthauptungen, von denen die muslimischen Chroniken berichten und die durch das Skelett des Kreuzfahrers bestätigt werden, sind also keine Erfindungen, sondern Realität. Die Nachricht vom Massaker auf der Burg erreicht König Balduin, bevor er mit dem Entsatzheer zu ihr vordringt. Er kennt viele der 800 in der Schlacht getöteten Kreuzfahrer persönlich. An ihren Knochen kann man heute die Katastrophe ablesen, die den Verlauf der Geschichte änderte. Für Balduin den IV. War das ein furchtbarer Schlag. Ein Verlust an Prestige und militärischer Stärke. Saladin konnte seinen Druck auf das christliche Reich erhöhen. Der Druck stieg immer weiter und 1187 eroberten die Moslems Jerusalem. Der Einfluss der Kreuzfahrer im Heiligen Land sinkt. 1291 werden sie von den Moslems endgültig aus dem Land geworfen.